Berlin ist immer eine Reise wert. Zweimal pro Jahr lädt der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Burkhardt jeweils 50 Bürgerinnen und Bürger zu einer politischen Informationsfahrt in die Bundeshauptstadt ein. 3 Tage in der Millionenmetropole, die geprägt sind von einem hochinteressanten politischen Programm. Politik und Geschichte sind hier ohnehin allgegenwärtig. Vor dem Reichstag ebenso wie darin im Plenarsaal. Am Bundeskanzleramt und auch an der Bundeszentrale der SPD, benannt nach dem ersten sozialdemokratischen Kanzler, im berühmt-berüchtigten Berliner Stadtteil Kreuzberg. Martin Burkhardt lässt es sich nicht nehmen, seine Gäste unmittelbar nach der Ankunft persönlich zu begrüßen. Hier heute sind wir unter den Linden 50, wo mein Büro ist, eine gute Adresse. Nach fast 6-stündiger Zugfahrt sind zunächst Erfrischungen äußerst gefragt. Bald aber steht Martin Burkhardts Arbeit in Berlin und im Wahlkreis im Mittelpunkt. Herr Burkhardt wird ein bisschen was erzählen über Ihre Reise heute, über seine Arbeit hier. Im Umweltbereich, den ganzen Verkehrsbereich, also Umwelt und Verkehr, zurzeit ja aktuell, was das Tempolimit angeht, aber auch was aus umweltpolitischer Sicht den Gigaline, also den 60 Tonner, die Zulassung auf deutschen Straßen da oder da angeht. Ein umweltpolitischer Schwerpunkt. Und im anderen Bereich bin ich im Bereich Bahn tätig, stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss und seit 2005 war auch bahnpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und da haben wir ja zurzeit mit der Frage, wie Stadt Berlin Bahn mit Kapital aus, um sie wettbewerbsfähig zu machen für Europa, eine ganze Menge. Jederzeit einen Ansprechpartner haben. Größte Aufgabe ist die Zimmerverteilung, Robert, wenn die rum ist, ne? Dann ist schon viel erledigt. Der Robert Schmidt ist selber Bezirksrat im Nürnberger Süden. Mein Wahlkreis, ich denke, das ist bekannt, aber ich sage es nochmal, ist der Nürnberger Süden, also vom Hauptbahnhof raus Richtung Fernsehturm bis nach Kornburg und darüber hinaus die schöne Stadt Schwabach, eine bürgerliche Stadt, in der ich mich sehr wohlfühle, wenn ich dort bin, weil ich glaube, das ist wieder völlig andere Arbeit, die man dort verrichtet wie in Nürnberg. Auch was das Kennenlernen von Menschen angeht, ist alles in Schwabach viel intensiver, weil es kleiner ist. Völlig unterschiedlich wie der zu Nürnberg, macht aber genauso viel Arbeit, weil Schwabach auch viele Verbände, Vereine hat und genauso viele Veranstaltungen, das soll man gar nicht glauben. Und heute früh war ich noch in Lauf. Was für die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages erfahren, auch darüber, was in den einzelnen Abgeordneten groß soll. Matthias Bach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro Martin Burkhardts in Berlin. So passiert. Also es fängt an, indem wir morgens erstmal E-Mails überprüfen. Heutzutage ist der größte Teil des Posteinganges in einem Abgeordnetenbüro nicht mehr in der normalen gedruckten Postform, sondern es wird fast alles per E-Mail erledigt. Wir haben pro Tag einen E-Mail-Auflauf im Büro von ca. 100 bis 150 E-Mails. Da sind jede Menge Drucksachen darunter, da sind jede Menge Briefe darunter. Das muss erst sortiert werden, verteilt werden, das muss eingeteilt werden, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, was muss man ausdrucken, was kann man liegen lassen, was ist an andere Büros weiterzureichen. Schließlich gelingt es dem Politikwissenschaftler sogar, für Heiterkeit zu sorgen. Das Büro von Herrn Burkhardt anzugucken, ist, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, nicht besonders aufregend. Aber Sie haben auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit dem Abgeordneten ein bisschen ins Quatschen zu kommen. 3 Zimmer in der 5. Etage bilden die Arbeitszentrale des Nürnberger Abgeordneten. Also das ist jetzt, Sie müssen auch nicht stehen bleiben, das ist mein Büro. Das ist nicht so spektakulär. Das Büro vom Chef, Sie können auch nicht durchlaufen. Das haben wir uns schon heute niedergelassen. Groß.
Als bahnpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion hat Martin Burkert von seinem Büro aus die Machtzentrale des Verkehrskonzerns fest im Blick. Wer schreibt, der bleibt. Beim Besuch im Außenministerium traf die Gruppe nach der obligatorischen Kontrolle auf den Staatsminister Günther Gloser. Ich wollte euch ganz kurz ein paar Dinge ansprechen. Martin Burger und ich, wir arbeiten ja seit 2 Jahren jetzt eng zusammen. Wir haben ja auch eine eigene Bürogemeinschaft. Am 23. November wird es also 2 Jahre, seit ich hier im Haus des Auswärtigen Amtes als Staatsminister für Europa bin. Glosers Stimmkreis ist der Nürnberger Norden. Wie der Name sagt, sondern ich habe unter anderem auch mit den Ländern zu tun, die am Mittelmeer liegen, die arabischen Länder. Haben wir wieder einen deutsch-französischen Ministerrat-Treffen. Politik hautnah und aus erster Hand. Zweimal im Jahr treffen sich die beiden Kabinette. Wir besuchen die Frau Bundeskanzlerin mit ihrem Gegenüber, dem Staatschef Herrn Sarkozy und viele andere auch. Und da haben wir gemeinsame Kabinettssitzungen und hoffe, es kommt was Vernünftiges dabei raus. Da gibt es den Chef, den Frank-Walter Steinmeier, den Außenminister. Und hier im Haus gibt es insgesamt 4 Staatssekretäre, 2 Beamtete und 2 Parlamentarische. Parlamentarisch ist mein Kollege Gernot Erler aus Baden-Württemberg. Der würde mal sagen, der macht fast alle, nicht immer so, aber Gebiete, die nicht in Europa liegen, also Russland, Asien, auch Afrika teilweise. Und wenn der Minister aber sagt, ich kann nicht überall sein, dann müsst ihr mich vertreten. Das heißt, kommt er oder ich den Auftrag, an der einen oder anderen Veranstaltung zu sprechen, zu diskutieren oder wie jetzt am Montag, Dienstag eben auf Konferenzen entsprechend teilzunehmen. Warum heißen wir Staatsminister? Das ist in Bayern immer so eine schöne Rolle jetzt, nicht? Die Freistaats heißen ja auch Staatsminister. Also, damit ich jetzt korrigiere, sind wir etwas anderes zwischen Bayern und der Bundesebene. Aber die Staatssekretäre im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt, die heißen Staatsminister. In meiner Urkunde steht auch drin von Herrn Köhler, ich ernenne sie zum Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der sie auch befugt sind, die Bezeichnung Staatsminister zu tragen. Das hat einen ganz protokollarischen Hintergrund. Nur alles andere ist gleich, weil wir oft mit ausländischen Kollegen Gespräche führen. Und dann ist es so, dass die einmal Minister of State heißen. Nicht? Und deshalb sagen wir dann auch Staatsminister. Der einzige Vorteil, den ich jetzt noch habe, als jemand, der nicht der Staatssekretär ist und nicht im Kanzleramt ist, ich bin bei jeder Kabinettssitzung dabei und meine Biografie ist auch schon geschrieben oder meine Autobiografie, je nachdem, was man da so alles erlebt, man darf ja da nicht drüber sprechen, das werde ich auch heute nicht tun. Schließlich hat Günther Gloser noch viele Fragen zu beantworten. Außerdem schildert Gloser die kleinen Freuden eines Staatsministers. In meinem Büro da hinten habe ich immer einen wunderbaren Blick auf diese Häuser hier, die neu gebaut worden sind. Die nennt man ja Townhäusle, kommt ja aus dem Englischen, das Modell. Die haben alle so transparente Einblicke, nicht? Und da gibt es also überwiegend sind es Frauen, die da am Nachmittag, nee, kommt nichts Böses, aber die dann an der sitzen und nachmittags so den Cappuccino, den Espresso trinken, wenn wir Mitarbeiter hier alle arbeiten müssen. Also ich habe einen besseren Ausblick als hier. Neben seinen Hauptaufgaben im Deutschen Bundestag kümmert sich Martin Burkert auch noch um den Kontakt mit anderen Staaten. 2 Länder, mit denen du dich stärker beschäftigen sollst, da habe ich die Tschechei als bayerischen Nachbarn mit all den Problemen, da war ja gerade das Bahnproblem angehängt vor dem Wald zum Beispiel, Grenzübergänge, die europäische Ratspräsidentschaft, die 2008 kommt. Und dann kriegst du Einladungen hier in Deutschland, alles was die Tschechei in Deutschland macht, kriegst du Einladungen. Oder was der Botschafter hier macht, der hat es gewechselt. Oder es gibt Treffen mit dem Botschafter, Mittagessen mit dem Botschafter dort und da. Und dort wird ausgetauscht, was ist zurzeit los in den Ländern, also sehr detailliert. Und dasselbe habe ich noch einmal mit dem Überseestaat, mit Mexiko in dem Fall, mit der ganzen Problematik, mit der neuen Regierung, die dort ist, vor allen Dingen im Bereich Frauenmorde, Menschenrechte. Mexiko, ein ganz schwieriges Thema, aber auch im Bereich der Energie und in dem Bereich Bioenergie, sage ich mal,
Mais, ja, Grundnahrungsmittel in Mexiko. Auf einmal braucht die ganze Welt Biomasse, Mais, für Energieerzeugung. Und dann steigt der Tortilla-Preis da drüben um 6-fache mit der Problematik, wenn das Volk beispielsweise in Mexico City im Durchschnitt 1 Euro am Tag zum Leben hat, was das dann bedeutet. Also was wir auslösen, energiepolitisch, was in einem anderen Land dann das für Auswirkungen hat. Das war der Grund und habe als letztes Land dann noch die beiden zusammengefassten Länder Norwegen, Schweden. Bereits am ersten Tag durch das Brandenburger Tor. Von dort sind es nur wenige Schritte zum Reichstag, wo sich die Besuchergruppen von Bundestagsabgeordneten nicht in die schier endlosen Schlangen wartender einreihen müssen, sondern einen eigenen Eingang nutzen können. Auf diese Weise gelangen sie schnell auf die Besuchertribünen des Plenarsaals. Dr. Kinan Jäger hält dort einen Vortrag über die Baugeschichte des Reichstags und die Aufgaben des Bundestags. Eine sitzungsfreie Woche ist der Grund für den völlig verwaisten Plenarsaal. Schließlich wandert der Blick nach oben zur Kuppel, über die der Reichstag mit Licht und Wärme versorgt wird. Der Ausflug auf das Dach des Parlamentsgebäudes bietet gerade abends eine ganz besondere Stimmung. Sony Center und wieder die Bahnzentrale am Potsdamer Platz. Wieder zurück im Gebäude führt der Weg unmittelbar zu einem weiteren Arbeitsplatz von Martin Burkhardt. Die sozialdemokratischen Abgeordneten im Überblick. Nürnberg Süd wird gut vertreten. Nach dem Untergang des sozialistischen Teils unserer Welt wurde das Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit in Berlin Hohenschönhausen zur Gedenkstätte gemacht. Stasi-Opfer berichten dort über die Gründe und die Bedingungen ihrer Inhaftierung. Die Nürnberger trafen auf eine der prominentesten Bürgerrechtlerinnen der ehemaligen DDR. Vera Lengsfeld berichtete von den Leiden der DDR-Kritiker in Stasi-Haft, die nach dem Fall der Mauer auch den obersten Chef der Peiniger traf. Und Mielke hat das überhaupt nicht gefallen, obwohl er schon unter besseren Bedingungen saß, denn die haben sofort die Glasbausteine rausgekloppt und haben dem richtige Fenster in die Zellen gemacht und der hatte Radio, Fernsehen, Trotzdem hat es ihm nicht gefallen und er hat sich gegenüber Journalisten über die unmenschlichen Haftbedingungen beschwert. Ne? Und kein Journalist hat ihn mit der Tatsache konfrontiert, dass es doch die Bedingungen waren, die sich Mielke selber für seine politischen Gefangenen ausgedacht hat. Es ist der Zellentrakt, Vernehmertrakt. Gefangene, die hierher gebracht wurden, haben das Äußere des Gefängnisses nie so gesehen, wie wir es jetzt sehen. Psychologische Folter hat den Vorteil, man kann es sehr schwer nachweisen, man kann es kaum beschreiben. Und eine zerstörte Seele sieht man auch nicht. Ja. Im Zellentrakt konnte man sich mit eigenen Augen überzeugen. Manche haben in dieser Zelle auch den Verstand verloren. Ich war so 8 Monate vor Ort, machen Sie aber die Tür auf und dann... Sie hat glücklicherweise zu spät
daran gedacht, diese Zellen abzubauen, sodass diese Zelle hier also überlebt hat. Manche oder in den meisten Fällen bekam man aber nach ein paar Wochen einen Zellengefährten. Und dieser eine Zellengefährte war dann der einzige andere Gefangene, den man hier im Gefängnis sah. Das war dann in dem Falle zwei. Ja? Immer alleine. Man war in dieser Zelle, man hatte nichts zur Verfügung als das, was Sie in dieser Zelle hier sehen. Die Toilettenschüssel auch? Weil die ja. Ich wusste nicht, was draußen vor sich geht. Das Gefängnis war völlig still. Das einzige Geräusch, was man hörte, war das Knallen der Zelltüren und das Einrasten der Riegel. War also nicht da oder Erich Honecker war dran schuld oder irgendjemand anders. Und wenn irgendwas war. Vera Lengsfelds Autobiografie Mein Weg zur Freiheit ist nicht nur eine packende Rückschau auf Leben und Widerstand in einer Diktatur. Es ist sehr unterhaltsam, wenn Sie sich damit langweilen sollten, gibt es eine Geld-Zurück-Garantie. Ja. Die Signatur war äußerst gefragt. Danke auch. Aber auch ohne Buch konnte man vom Rundgang viel mitnehmen. Okay, interessant, dass wir rum reinschauen. Bei der nächsten Station ging es dann ausschließlich wieder um gegenwärtige Politik. Im Bundespresseamt erfuhren wir zunächst, dass es trotz aller gegenteiliger Beteuerungen doch nicht immer nur auf den Inhalt ankommt. Die Erklärung der Politik erfolgt mit den gängigen Mitteln der Public Relations. Wissenswertes zur Geschichte der Behörde. Also im Bundeskanzleramt gab es eine Abteilung, die für die Presseunterrichtung des Bundeskanzlers zuständig war. Der Bundeskanzler wünschte, dass dies ausgelagert, ausgegliedert wird und deswegen ist das Bundespresseamt Anfang der 50er Jahre gegründet worden. Informationen auch zur Arbeit im Bundespresseamt. Die Aufgabe des Bundespresseamtes heute besteht darin, zum einen den Bundespräsidenten, natürlich die Bundeskanzlerin über den Regierungssprecher zu fördern, dann den Bundespräsidenten, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die einzelnen Ministerien über die tägliche aktuelle Nachrichtenlage im Inland wie im Ausland zu unterrichten. Das nimmt diese Abteilung Nachrichten vor. Sie wertet aus, also eine Vielzahl von Printmedien, in- und ausländischen Printmedien. Sie wertet aus eine Vielzahl von Agenturmeldungen, dazu Nachrichten im Fernsehen, die Nachrichten im Radio. Unmittelbar an der Quelle nützte jeder ausgiebig die Chance, sich mit Infomaterial der Bundesregierung einzudecken. Nahezu jeder Politikbereich war vertreten. Von der City gab es freilich auch außerhalb der politischen Schauplätze viel zu sehen. Unmittelbar am Gendarmenmarkt in der Nähe der Friedrichstraße liegt das wohl größte Schokoladenfachgeschäft der Bundesrepublik. Das Angebot bei Fassbender und Rausch ist riesig und der Name wird leicht zum Programm, denn die meisten Nürnberger Berlinfahrer haben tatsächlich einen regelrechten Kaufrausch entwickelt. Vom Reichstag und dem Brandenburger Tor aus Schokolade ging es mit vollen Tüten schließlich weiter zum nächsten Konsumtempel. Im größten Kaufhaus Deutschlands können sich Mittelfranken besonders wohlfühlen. Schließlich liegt es ausschließlich zwischen Straßen, die nach Metropolen des bayerischen Bezirks benannt sind. 3 Tage sind kurz für eine Weltstadt.
Dennoch haben sich Berlins beeindruckende Bilder gut eingeprägt. Wolkenkratzende Glaspaläste in Berlin-Mitte, Schiffsverkehr auf Havel-, Spree- und Landwehrkanal, das Regierungsviertel mit Reichstag, und Bundeskanzleramt. Der Gendarmenmarkt in der Nähe der Friedrichstraße gilt als schönster Platz Europas. Neben dem Französischen Dom und dem Deutschen Dom sind dort auch das Berliner Konzerthaus und das Schiller-Denkmal zu sehen. Neben dem Berliner Dom wird mit dem Palast der Republik ein Relikt der DDR beseitigt. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof entsteht der Eindruck, als ob selbst Schiffe dort starten und anlegen würden. Der ehemalige Lehrter Bahnhof ist der neue Verkehrsknoten der Bundeshauptstadt. Abschied vom Kanzleramt mit einem ICE nach München. Zum Schluss noch ein wenig Gedränge und auch ein bisschen Hektik. Tür zu und Abfahrt.